Moin, hallo und willkommen zurück zu Spiritfarer. Francis ist schon wieder da. Mal gucken, vielleicht können wir noch ein bisschen was abladen gerade. Ich hätte erst natürlich wieder mies wie immer. Etwas Neues? Okay, ich bin gespannt. Oh. Francis sagt, heute ist dein Glückstag. Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich habe eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. Schau sie dir an. Okay, wir gucken mal. Was haben wir denn? Oh, Hummer. Schneekrabbe habe ich bisher noch nicht gefunden. Schneekrabbe habe ich noch nicht gefunden. Oktopus. Oktopus ist, glaube ich, was ich finden muss. Sellerie, Teeblätter, Kaffeebohnen. Uff, da brauche ich aber eine Menge. Da kriege ich 25.000. Dafür kriege ich 50.000. Finden, sammeln. Das heißt, wenn ich noch zwei Hämatit und zwei Zitrin kriege, könnte ich das holen. Warte mal. Zwei Zitrinen und zwei Hämatit. Hier, die können wir noch holen. Boah, das kostet mich aber 12 Nebelstoff. Das ist nicht billig eigentlich, ne? Zitrin und Hämatit. Der Hämatit fehlt mit 2 tatsächlich. Zitrin ist, glaube ich, ganz unten gewesen. Das kostet mich auch 4 Leuchtgelee. Das ist nicht so gut. Ich habe nur 4, ich habe nur 7. Würde ich aber nochmal Geld für kriegen. Verkaufen. Können wir noch was verkaufen, was ich noch übrig habe? Hier gucken wir mal. Hier noch. Da habe ich noch einen Mist. Sammelkarte kann weg, das kann weg, das kann auch weg. Wertvoller Ring. Okay, dann haben wir hier sonst nichts mehr, ne? Oder? Haben wir noch irgendwas? Ich glaube. Ne, den hatten wir gekriegt. Okay, warte mal. Hier hatten wir noch. Schneekrabbe habe ich eine. Das ist jetzt nicht viel. Austern. Habe ich noch irgendwo Hüllen? Ne, habe ich nicht mehr, ne? Doch hier leere Muscheln, die können noch weg. Dann haben wir die noch raus. So, dann, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch irgendwelche ungenießbaren Gerichte, glaube ich, ne? Wo habe ich die denn? Habe ich die hier nicht? Ich würde die gerne loswerden. Doch hier, ne, warte mal. Da nicht. Hier. Hier ungenießbare Gerichte, die können weg. Hier noch 30 Glimpsermilch, die nehme ich auch los. Oh, hier sind noch mehr abgelaufenes Essen. Lebensmittel könnte man verderben, wusstest du das nicht? Oh, echt? Okay, da habe ich natürlich ordentlich, ordentlich weggeballert. Uff, okay. Na gut, mach's gut, Francis. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn hin? Das ist erstmal... Oh, weg. Das müssen wir auffüllen. Okay, wir haben langsam kein Material mehr, das ist ein Problem. Kann ich dir noch Hühnereier verkaufen? Ich habe so viele Hühnereier bestimmt. Ich weiß nicht, wohin damit. Warte mal. Verkaufen. Hühnereier habe ich doch bestimmt auch bis zum geht nicht mehr jetzt. Oder 99. Uff. Kann ich die auf 60 runterdrücken wenigstens wieder? Oder 50? Ne, machen wir 50. Ich weiß nicht, Eier müssten wir normalerweise auch verderben können, oder? Oder nicht? Wären Eier schlecht? Normalerweise schon. Uff, jetzt habe ich zu viel verkauft. Egal, machen wir 75. Passt schon. Ja, können wir auch noch mal ein bisschen was verkaufen. 20. So viel Milch. Die müsste aber eigentlich schlecht werden, die Milch. So, das können wir einpflanzen. Ups, habe ich bestimmt auch so viel. Eine 124 schon. Ja, hier, komm. Ja, wir haben so viel Geld eigentlich. Wir verdienen nur Geld durch Obst und Gemüse hier. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Oh, 70. Das auch nochmal um 70 runter hier. Den brauchen wir gar nicht. Wenn die Tiere so nicht fressen könnten, wäre das natürlich nicht schlecht. Dann könnten wir denen noch ein bisschen was abgeben hier. Aber wir kriegen auch so viel da wieder raus. Von daher, dann geht das schon. Die Äpfel auch noch hier. Und dann... Ah, die Birnen haben wir auch noch so viele. Wow. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel hat. Ich sehe gerade, ich habe die gar nicht auf 70 runter gemacht hier, ne? Also ich hier da noch 10 Stück runter. Die Birnen noch runter. Uff. Ja, also ich sag mal, Geld mangelt's nicht. Also jetzt haben wir echt so viel Geld, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Da könnten wir eigentlich ein bisschen mehr Ernte kaufen. Oh, hier habe ich auch noch so viel. Oliven. Oder ich mache daraus Olivenöl mehr. Vielleicht könnte ich das verkaufen, das ist mehr wert nachher. Mach's gut, Francis. So, jetzt fahren wir aber definitiv. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Warte mal, was haben wir denn an Aufträgen? Finde den verschollenen Schatz der Kränen AG. Achso, da müssen wir nach unten fahren. Genau, das könnten wir mal machen. Ja, für Ende das Besorgung war Francis. Sind das die Besorgungen zufällig?
diese heftigen Besorgungen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube die hier. Zwei Schneekram-Oktopus habe ich keine Ahnung, wo ich die finde. Da muss ich mal gucken. Sellerie müssen wir mehr anpflanzen. Teeblätter, uff. Auch eine Menge Kaffeebohnen müssen wir auch noch eine Menge anpflanzen. Hier fehlt eigentlich nicht viel. Also die wäre kein Problem. Ändern das Forderungen. Ändern das Maßgabe. Ändern das Lektionen. Ja, okay. Die wären kein Problem, wenn wir genug Material haben. Das heißt, Zitrin kann ich nicht holen. Hämatit geht auch nicht, ne? Das geht... Da können wir einen holen. Mehr haben wir leider nicht. Hämatit können wir uns holen. Mehr geht im Augenblick nicht, ne? Nee. Das heißt, hier fehlen nur noch zwei. Dann haben wir die komplett, da können wir das hier direkt reinbuttern. Dann kriegen wir 50.000 Glimps. Das ist schon ein bisschen hardcore, ey. Ändern das Forderung. Maßgabe, Sellerie, Teeblätter, Kaffeebohne. Ich weiß gar nicht, kriegen wir das zusammen? Haben wir das hier schon? Sellerie? Was habe ich denn hier eingepflanzt? Möhren habe ich hier eingepflanzt, ne? Ne, ich habe hier Crab eingepflanzt. Okay. Auch nicht schlecht, dann kann ich das direkt verkaufen. Gebe ich das Francis gleich. Sellerie. Habe ich überhaupt Sellerie noch? Ich glaube nicht. Ne, wir haben nur noch die Pflanzen. Oh, ich muss wieder Material besorgen. Okay. Ich sehe natürlich so viel, was Francis davor steht. Das ist natürlich Sophie. Gucken wir mal da drüben. Ich glaube, ich habe alles eingepflanzt. Ja, da müssen wir nochmal los und Material besorgen. Hier ist auch noch Crap-Zeug drin. Kann ich direkt Francis gleich verkaufen. Okay. Oh, da haben wir nichts mehr. Wow, wir haben alles verbraten. Das ist jetzt nicht so viel. Jetzt haben wir nichts mehr, ne? Ja, das war's. Ende. Ende! Das nehmen wir noch mit. Tee brauchen wir noch. Vier und Kaffee brauchen wir noch zwei. Aber dann haben wir nichts mehr für die anderen, ne? Tee? Ne, Reis haben wir hier noch. Okay, machen wir Reis hier rein. Dann haben wir gleich wirklich alles weg hier. Ja, dann muss ich nochmal Material besorgen gehen, fürchte ich, wa? Wobei, ich könnte... Ne, das war, glaube ich... Was ist das für Gemüse oder was? Ich hatte ja noch diese große... Das große Erntedingen. Muss ich ja mal gucken. Hier müssen wir mal Sonnenblumen drin lassen, weil sonst haben wir nicht genug Material für die Hühner. Da kriegen wir noch genug zusammen. So. Dann haben wir das auch wieder eingepflanzt. Dann, ja, müssen wir erst noch sammeln gehen. Ich muss nochmal Gelee besorgen. Und wir brauchen Nebelseide. Nebelseide ist kein Problem. Ich muss mal gucken, habe ich noch irgendwas anderes, dass wir da erstmal hinfahren in der Zwischenzeit, damit wir hier irgendwas machen können. Wir brauchen noch EP-Tränke, zwei Stück. Die machen mir noch Sorgen. Begib dich zu den Koordinaten. 220, 167. Gucken wir mal. Mach's gut, Francis. Wir fahren erstmal wieder. 220, 167. Gucken wir mal. Das muss hier unten irgendwo gewesen sein. 220 hier. 100. Nee, Moment. Minus 167? Jetzt komme ich durcheinander. Nee, 220. Moment, hatte ich nicht noch eine andere Koordinate? Flaschenpost, wenn Sie sich die Koordinaten für einen geheimen Schatz. Das passt nicht. Warte mal. Ich hatte doch irgendwo. Wo ist denn mein Inventar? Hier. Schatzkarte für verschollene Kostbarkeit. Achso, das ist die. Okay. Hatte ich nicht noch irgendwas anderes? Overbrook-Broschüre. Flugblatt. Jetzt muss ich mal gerade durchgucken. Nee. Ich hatte das Gefühl, ich hatte... Habe ich mich verlesen? Ich glaube, ich habe mich verlesen. Kann das sein? Okay. Hier ist so eine Figur gewesen. Nee, sonst war hier nichts mehr. Okay, dann... Ja, das Zeug können wir noch Francis geben. Warte, dann geben wir das gerade noch Francis, damit ich das direkt los. Und dann müssen wir aber definitiv losfahren. Ja, ich bin schon die ganze Zeit nur am... am rotieren hier, warte, verkaufen hier. Dann hier die Sachen. Okay, jetzt habe ich aber alles. Mach's gut, Francis.
Ist interessant, wie man eine Pflanze einpflanzt und kriegt Müll raus. So. Aber für andere ist es kein Müll. Für andere ist es geschafft. 220. Ne, 220 ist hier. Hier ist Minus. Das heißt, ich müsste nach oben. Da muss ich hin. Genau auf der Grenze wahrscheinlich. Okay, wir fahren dahin. Guck mal, was für Fenster ist. So. Dann müssen wir. Wir müssen auch noch was kochen. Ich muss immer noch ein paar Sachen rausfinden. Können wir eigentlich hier zufällig spielen? Zu hungrig. Kommandantin, ist mir leid. Also, okay. Dass er immer nicht Bescheid sagt oder so, ne? Wobei, so viel Hunger hat er eigentlich noch gar nicht. Ah ja, du kannst ja wieder nur spezielle Sachen essen. Sauerkraut? Wahrscheinlich dann Kommandantin, ja, hier. Umarm? Tut mir leid, Kommandantin. Okay. Reden? Kommandantin, ich? Ach, egal. Ich habe fast nichts. Können wir... Da! Die eigene starten. Jo, können wir. Wie war denn der hier? Ich glaube, ich kriege EP-Trinke nur durch hier die Lila-Dudes, ne? Jetzt muss ich die aber finden hier. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen doof. Okay. Den haben wir erwischt. Den haben wir auch erwischt. Ich muss irgendwie schnell nach unten kommen hier. Da ist noch einer. Komm schon. Aufladen! Okay. Wie war der nochmal? Den haben wir noch erwischt? Okay. Der Radius ist doch ziemlich groß. Ich dachte, der wäre nicht so groß. Aufladen, aufladen, schneller! Ach, Mist. Da unten ist noch einer. Krieg ich beide? Jo, ich habe beide gekriegt, glaube ich. Hoffe ich. Die EP-Trank. Komm schon! Okay, Hammer. Komm schon, noch mal durch die Gegend boostern. Ich habe das vergessen. Kann man das Event doch starten? Ich war mir nicht sicher. Wie viele Peptränke haben wir denn jetzt? Muss ich mal nachgucken. Warte mal. Da nicht. Hier. Verbesserung. 25 Peptränke haben wir. Komm, dann fahren wir gleich als nächstes zu, zu Albert, da können wir das Schiff endlich abschließen. Ich muss aber noch mehr von den EP-Trinken haben. Viel habe ich jetzt nicht. Ich war denn nochmal. Das war das. Wie war denn nochmal boosten hier? Ich konnte doch irgendwie. Bin ich jetzt doof? Wie war denn hier boosten nochmal? Nein. Da wollte ich jetzt nicht hingehen. Nee, wie war denn das? Der war das. Wieso hat er den gerade nicht genommen? Den linken. Der hat den linken Stick. Ne, den linken Stick, sag ich schon. Die linke Taste nicht genommen vorhin. Wenn ich aufwerten wollen würde. Das war alles aufgewertet, ne? Die war es nicht. Aluminiumwaren brauche ich noch. Okay. Da auch. Da auch. Wieso habe ich das nicht aufgewertet? EP-Tränke brauchen wir 5. Wir haben 32. Ich brauche 25. Das heißt, wir könnten den aufwerten. Und Kühe werden dauerhaft weniger hungrig sein. Das ist ganz gut. Wie sieht das eigentlich mit den Schafen aus? Haben wir das schon fertig? Nee, hier, das können wir jetzt. Hungrige Schafe gehören der Vergangenheit an. Okay, das haben wir gemacht. Das habe ich vorbereitet, aber brauchen wir 12 EP-Tränke. Das geht nicht. Dann haben wir nur 20. Das heißt, da muss ich nochmal das Event starten. Das ist aufgewertet. Das haben wir nicht. Das hatten wir aufgewertet. Die hatten wir schon aufgewertet. Ne? Ja. Gerade nochmal schnell. Ich muss jetzt mal wieder auf den neuesten Stand kommen. Ich bin hier gerade wieder ein bisschen raus. Hier brauchen wir Aluminiumbarren. 15 Stück. Das hatten wir aufgewertet. Ja, das könnten wir aufwerten. Das würde sogar noch gehen. Wir hätten noch genug EP-Tränke. Mache ich aber erst, wenn wir Alberts Werft erreicht haben. Verschollener Schrein entdeckt. Okay, kriegen wir eine neue Fähigkeit? Was kommt jetzt? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben einen Schrein entdeckt. Die scheinen hier in der Ecke überall versteckt zu sein. Kann das sein?
Okay. Was können wir hier lernen? Bessere Werkzeuge. Eine Verstärkung für das Immerlicht, mit der du Rohstoffe effektiver abbauen und erfolgreicher angeln kannst. Definitiv erwerben. Ich habe mich schon gewundert, warum wir noch so viele Sachen haben. Okay, nice. Verbesserte Werkzeuge. Nice. Akrobatin habe ich jetzt gelernt, okay. Verstärkung für das Immerlicht, mit der du Rohstoffe effektiv abbauen kannst, erfolgreich angeln. Das heißt, ich müsste jetzt dann hoffentlich auch, könnte ich hier noch irgendwas anderes finden? Nee, ich glaube nicht mehr, ne? Nee, da war nichts mehr, okay. Gehen wir mal da drüben auf die andere Seite. Auch nichts. Okay, es war definitiv nur der Schrein. Aber wir haben neue Sachen gelernt wieder. Also wir können jetzt definitiv wahrscheinlich dann einfacher Thunfische angeln, oder? Oder nicht? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben. Okay, dann sammeln wir noch ein bisschen was. Wir müssen aber noch ein paar Rezepte finden. Ich weiß ja noch nicht genau welche. Das ist das Problem. Ich würde gerne die Rezepte alle noch finden. Und ich würde gerne noch die restlichen Fische finden. Oktopus brauche ich auf jeden Fall für Elenas Aufgabe. Ich würde das gern fertig kriegen. Also das ist jetzt noch so ein bisschen so Endcontent wirklich jetzt hier. Die Frage ist halt, wie finden wir die Sachen? So, das Schaf ist jetzt auch beruhigt. Ich würde sagen, wir fahren dann... Ah ne, können wir gerade nicht. Wir müssen das abhängen. Achso, da können wir gerade noch melken. Dann werde ich dich auf jeden Fall... hier. Werde ich dich auf jeden Fall noch upgraden, dann, wenn wir bei Albert sind. Dann brauchen wir noch ein paar EP-Tränke, also 12. Na gut, wie viel haben wir denn übrig? Wir haben 32, das heißt 7. 2 bleiben übrig, brauchen wir 10 EP-Tränke. Wenn wir 10 EP-Tränke zusammen kriegen, wäre das toll. Dann hätten wir genug zusammen, um die Schmiede noch abzugraden. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Wir brauchen das Upgrade noch. Für die Windmühle. Das Upgrade für die Windmühle. Okay, wir fahren weiter. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass wir hier echt noch was gefunden haben in der Ecke. Wir müssen die Ecken echt noch durchgucken, ne? Kann dann hier auch noch was sein? Vielleicht, ne? Weil hier siehst du nichts und da ist noch was. Guck mal, hier kannst du noch angeln. Da. Das heißt, die Ecken könnte noch was sein. Wir gehen jetzt aber erstmal zu Albert. Wo ist denn Albert? Hier oben. Dann holen wir uns das letzte Upgrade. Dann sind wir echt durch. Für Albert, das letzte Upgrade. So, die Hühner erstmal füttern. Ich habe das Gefühl, die brauchen nicht mehr ganz so viel zu essen. Kann das sein? Die haben jetzt mehr zu essen und brauchen nicht mehr ganz so viel. Das ist ganz gut eigentlich. Da wecken wir mal alle auf. Wir haben ja noch Back eigentlich hier an Bord. Morgen. Musst du was futtern? Nee. Der alte Johnny Silverbein weiß das ein oder andere über versteckte Schätze. Vor allem über diese hier. Ein alter Schiffsweg, der von der Krähen AG aufgegeben wurde. Entlang dieser Route kam es immer wieder zu Piratenüberfällen. Marmchen gibt es jetzt aber jetzt zum Marmchen. Ja. Braucht unbedingt eine Seelenordnung, bin ich mal an. Okay. So, das heißt, jetzt muss ich gerade überlegen, wir brauchen Aluminiumbarren. Haben wir genug Aluminium übrig? Müssen wir mal gucken. Wo haben wir denn... Hier. Können wir Aluminium... Nein, den Fisch will ich nicht einschmelzen. Aluminium, Zink, Aluminium. Und 15, also das kriegen wir hin. Dann machen wir gleich die Upgrades noch. Das würde ich nämlich auch gerne noch fertig kriegen. Ich würde gerne noch die... Das ist halt, ich kann also angeln und essen ist halt noch was fehlt, ne? Oh, wir haben zu viel gemacht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, angeln und essen. Das sind die beiden Sachen, die mir noch fehlen. Ich noch nicht genau weiß, wie ich das machen soll. Das sind noch spaßig auf jeden Fall. Wir brauchen 15 Aluminium, also muss ich zweimal schmelzen sozusagen. Dann haben wir das zusammen. Okay, den ersten haben wir.
10 Stück, jetzt müssen wir nochmal Aluminium reinhauen. So, einmal geht noch. Das war ein bisschen viel. Okay. Sollte schon reichen, oder? Nicht ganz, oder? Komm noch mal. Oh, brauchen wir nicht mehr, okay. Hat doch noch gereicht. So, Aluminiumbarren haben wir zusammen. Das heißt, wir könnten jetzt die 3 Obstgärten noch upgraden. Dann fehlt nur noch der Kuhstall und die Obstgärten hier. Ist das, was wir aufwerten könnten dann? Und dann fehlt nur noch eigentlich die Windmühle. Wir müssen unbedingt die Windmühle noch aufwerten. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen, aber müssen wir gucken. Das kannst du jeden Tag, den ganzen Tag lang Obst ernten. Echt? Als wenn das nicht schon genug wäre. Jetzt kann ich jeden Tag Obst ernten. Aus meinem Ständchen dran. Uff, okay, das wird natürlich dann schon ein bisschen hardcore. Wenn wir jetzt überall. Wir müssen gerade gießen. Überall. Da bist du ja wieder nur am Rotieren hier, weil alles fertig ist so schnell. Ich brauchte noch Nebelseide, ne? Ich glaube ja. Muss ich gleich nochmal gucken. Nein, da nicht. Kaffee brauchten wir noch und Sellerie mussten wir kaufen. Da muss ich gleich mal gucken, wo wir das kriegen, das Zeug. Und Tee brauchten wir auch noch. Aber Tee. Nee, Tee konnte ich nicht mehr anpflanzen. Tee, Kaffee, Sellerie. Ich glaube im Norden ist das, kann das sein. Da bin ich sicher. Pflanze ich die 3 noch an, dann haben wir die jetzt auch weg. Dann haben wir echt alles angepflanzt. Jetzt hier schon wieder. Wow. Das geht jetzt echt zacki zacki. Angeln müssen wir unbedingt. Angeln ist jetzt noch so die höchste Priorität, aber da fehlen 4 Fische. Ich hoffe, wir kriegen die zusammen. Irgendwie. Ich weiß nur nicht genau wo. Da müssten wir nochmal gucken, ob wir vielleicht in dem Nebeldingen angeln. Habe ich das schon geangelt? Doch, müsste ich eigentlich schon geangelt haben. Wir sind da, ne? Ja, okay, dann mache ich das jetzt bei Albert kurz. Dann fahren wir direkt weiter. Sehen wir zu, dass wir mal ein bisschen was geschafft kriegen. So, neues Upgrade. Bin gespannt. Hallo Albert, da sind wir wieder. Letztes Upgrade. Oho. Ich hatte mal einen Freund, der konnte fliegen. Mein Land war aber sehr unbeholfen. Sein Name war Albatros. Verstehst du? Uff. Okay. Albatros, also ja. Okay. Wir können hier nichts mehr machen. Da haben wir schon alles. Letztes Upgrade. Okay, los geht's. Gute Figur am Bug. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt das letzte Upgrade, die Galeonsfigur, die die Sonne preist. Macht das Schiff 80% schneller, das heißt, wir kommen schneller voran. Können wir noch reden? Willkommen zurück in den Erwerft, Stella. Was hättest du denn gerne? Nichts mehr. Wir sind fertig. Dankeschön, mach's gut. Wir haben es geschafft. Das letzte Upgrade. Okay, wir fahren jetzt. Wo brauche ich denn jetzt? Wir müssen mal gucken. Wir müssen. Kaffee ist hier. Mais und Flachs. Kaffee. Sellerie ist da oben. Das heißt, wir sind hier schon richtig. Okay, dann fahren wir dahin. Das müsste ja ziemlich zügig gehen. Jetzt ZZ. ZZ. Ich muss jetzt noch kurz. Nebelseite war das, ne? Ich glaube ja. Hoffe ich mal. Nebelfaden muss ich verarbeiten? Ich glaube ja. Komm, wir hauen mal alles rein. Los geht's. Das brauchte ich ja noch für, Mist. Ich treff nicht mehr. No! Jetzt. Wir lassen das mal irgendwie. Ja, wir generieren das nicht. Wir können gerade einsammeln. Okay. Schiff ist gerade so noch angehalten. Nein, das ist nicht mehr so, das klappt nämlich vorbei. Das ist natürlich krass. Oh, ich hab Kaffee gekriegt, glaube ich. Kaffee und nice, nice.
ein bisschen der Nebelseite farmen, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Sind die Schwimmen jetzt auch schneller? Ich weiß nicht genau. Guck mal, die sind auch schon fertig hier. So cool, wir haben den Vogel und wir haben eine Sonne, okay. Eine Doppelfigur, auch nicht schlecht. Die Sonne macht's also, ja? Okay. Dann haben wir hier wieder, obwohl wir können hier Kaffee. Und hier Mais noch reinpflanzen, dann ist das auch wieder weg. Wenn das alles so schnell wächst jetzt hier, wäre das natürlich toll. Gießen, gießen, gießen. Wir können natürlich wohl Musik machen, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht eigentlich, ne? Aber ich denke mal, ist okay. Können wir noch was einpflanzen? Habe ich hier noch irgendwas gefunden? Nein, habe ich nicht, okay. Okay. Verbesserung haben wir nichts mehr. Schabernack haben wir auch nicht mehr. Ist beides weg. Okay, jetzt bleiben nur noch die Aufgaben für Elena und den verschollenen Schatz der Kränen AG. Bugs total begeistert vom Magazin. Moment, habe ich das? Da muss ich das doch irgendwo stehen haben. Brief von Elena, Brief von Jackie. Lieferschwurzpaket 1. Wo war denn? Nee, das sind Musik. Achso, ich muss dann hier die Folie, ne? Oder? Ich glaube, warte mal, die Folie. Da muss ich gerade nochmal oben hin. Ich gehe sofort zur Insel, aber erstmal gucke ich gerade mal die Folie nach. Die Folie. Folie. Welche war denn das? Bedrohliche Schafe. Auf sie verschollen. Niedlich. Nee, das war nicht das, was ich suche. Wo war denn? Bin ich jetzt doof? Hier. Karte mit einer genauen Position als Versuch des Schatzes. Okay, wir haben da eine Doppelinsel. Unten ist Nebel und oben ist dunkel, ja. Doppelinsel. Doppelinsel, oben ist. Naja, dunkel? Ich weiß nicht, normal eigentlich, ne? Oder dunkel. Und unten ist Nebel. Ich guck mal gerade. Eine Doppelinsel. Doppelinsel. Doppelinsel, Doppelinsel. Der Nebel ist aber da. Oder ist das vielleicht der Nebel? Hier, dies hier. Hier. Das sieht nach einer Doppelinsel aus. Dann könnte der Schatz hier irgendwo sein. Oder? Das sieht zumindest nach einer Doppelinsel aus da. Weil hier, guck mal, hier hast du so Eis und da hast du, aber andererseits ist es eigentlich Nebel normalerweise, ne? Aber der Nebel verläuft hier lang, also funktioniert das nicht so gut. Oder hier. Aber hier haben wir keine Doppelinsel in der Nähe. Hm. Das wäre das Einzige, was mir so einfallen würde. Hier, weil das hier so parallel läuft. Die Frage ist dann, wo sitzt das genau? Gerade noch mal. So. Könnte das hinkommen? Das ist aber eine ziemlich große Insel, ne? Die ist riesig. Guck dir das mal an. Und weit da drüben. Die Insel ist da, wo ein Bogen ist. Okay, die Insel ist da, wo ein Bogen ist. Das ist unterhalb von der kleinen Insel, ziemlich weit weg. Aber das finden? Nee, ich glaube nicht, dass das dann... Das passt dann, glaube ich, nicht. Das macht einen Bogen. Hier auch einen Bogen bei der Insel? Nein, macht keinen Bogen. Obwohl doch, eigentlich macht es schon einen Bogen hier. Aber das ist schwarz halt, ne? Ja, schwarz sage ich schon, das ist hier dieses andere Zeug und nicht das schwarze Zeug.
Waren das gepunktete Linien oder gestrichelte Linien? Ich glaube, das war beides gestrichelt. Ich bin schon wieder in einer Katastrophe. Jetzt ist schon wieder zu spät und ich bin schon wieder total im Standby-Modus. Das heißt, ich muss nochmal laufen. Ich glaube, es waren beides gestrichelte Linien. Ja, es sind beides gestrichelte Linien. Das heißt, das gepunktete geht nicht. Das heißt, die Insel ist es nicht. Das da unten sieht eigentlich aus wie Nebel oder wie Eis. Ich bin mir nicht sicher, wenn das Eis wäre, ne? Müsste aber die schwarz. Moment, das ist schwarz gewesen da, ne? Das war schwarz da oben. Ne, es war nicht schwarz, es war nur grau. Da müsste ich hinfahren können, weil sonst geht's ja nicht. Moment. Ist die Insel dann vielleicht in so einem Nebelgebiet drin? Das könnte doch sein. Oder in so einem Extragebiet. Das müsste Eis sein da unten. Das ist das Einzige, was mir einfallen würde, was ist so eine Art Blau. Und es macht so einen Bogen. Blau und ein Bogen. Gute Frage. Ich würde sagen, das Rätsel ist Lösung. Kommen wir hoffentlich in der nächsten Episode auf die Spur. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.